vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Wetter hoch, Arne! Geh in diese Wolfshöhle, Arne! Iss den roten Pilz, Arne! Okay. Geschwister sind ein Quell der Freude. Das ist schlecht, natürlich. Ich glaube, wir müssen doch da nach unten hin. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Der Schlüssel ist oben im Turm. Okay, danke. Aber habe ich auch... Ach, lul. Da habe ich mich versehen, ne? Glaube ich. Weil ich habe schon mal nach oben geguckt. Ich wollte jetzt schon unten. Weil wenn wir da unten gucken... Guck mal, da sind auch welche. Ne? Deswegen dachte ich, dass da jetzt unten auch... Da muss da aber theoretisch auch was sein, ne? Die Soldaten sind da ja nicht unnötig da unten. Ah, der Schlüssel ist... Hey, ich habe aber nach oben geguckt. Habe ich nicht gesehen. Unten ist die andere Truhe. Achso. Aber theoretisch, wenn man das so überlegt, war das eigentlich schon klar, ne? Dass da oben irgendwas sein musste. Ne? Kennt man ja bei Assassin's Creed. Oh, moin, Riley. Was geht ab? Buch das Wissen. Neue Fähigkeit. Ah, mit dem Bogen. Wollen wir uns das mal angucken, was das ist? Eigentlich benutze ich ja die Fähigkeiten vom Bogen halt gar nicht. Theoretisch, ne? Achso, lässt das Ziel einschlafen. Na, brauchen wir nicht. Ist nicht mein Kampfstil. Ich will da irgendwie nach unten. Ich will gucken, was da unten abgeht. Der hat mich voll aufgestochen, Alter. Voll frech. Was ist das für ein Typ? voll die Kopfnuss. Holy shit. Ach, come on, Leute. Hä, aber seit wann kann ich hinfliegen? Ist das jetzt neu hier, oder was? Normalerweise bin ich echt selten hingeflogen auf dem Boden. Auf einmal liege ich jetzt gefühlt 10-mal auf dem Boden, ne? Ohne der Wendigkeit Waffenruhen. Aber auf einmal bekomme ich auch neue Ruhen. Irgendwie komisch. Ja, wo ist der Typ jetzt? Ja, ist egal. Wir holen unsere Truhe und dann hauen wir hier ab. Du bist in Wessex. Die Soldaten sind stärker. Ah, okay. Yeah!
geübt. Was ist da oben? Ah, theoretisch kann das da nichts Wertvolles sein, ne? Was ist das? Okay, das ist nicht schlecht. Das brauchen wir. Aber leider nur einen, ne? Wir brauchen alle. Damit wir die Axt ständig verbessern können. Alter, was ist das für eine Festung hier unten? Holy shit. Ah, ich brenne, glaube ich. Aber wieso ist das so nebelig? Habe ich zu viel Kontrast oder so drin? Das kann auch sein, ne? Zu viel Helligkeit, so. Ah, jetzt zu dunkel, ne? Wohl geht. Moinsen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, moin. Wazy, was geht ab? Hier ist eine Rüstung. Aber ich warte mal, ich glaube, ich komme hier und... Warte mal. Auch nicht. Ach so, okay. Moin, moin. Schöne Tour. Brigandienhose. Ja, Hose. Hä, da sind doch Schuhe. Ich weiß, wo ich den Täter zu suchen habe. Du bist tot. Tot! Schlagen wir zu! Verdamme dich! So, wir werden das jetzt einmal so machen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Assassin's Creed zocken und dann später, wenn das, keine Ahnung, abends ist, 20 oder 10 Uhr, dass wir mal ein paar Runden League zocken, ne? Hol dir mehr Adrenalinbalken. Und wie holen wir uns mehr? Fertigkeitsbaum. Ach so. Okay. Mögest du in Valhall speisen. Reichtum erworben. So, warte mal. Jetzt sind wir hier durch. Wir müssen hier hin. Okay. Ja, passt ja eigentlich, ne? Dann können wir hier auch einmal kurz gucken, was hier abgeht. Muss man, Wolf. Wolf?
Ach so, okay, habe ich gerade nicht gesehen. Ruf dein Schiff. Ja, theoretisch können wir ja auch mit dem Schiff fahren, da hast du recht, ja. Ja, okay. Ich dachte, hier könnten wir loslaufen mit dem Pferd, ne? Hallo, wieso kann ich mein Schiff nicht rufen? Meine Güte, als wenn wir hier noch in der Zone sind. Geht das jetzt? Wird bereits benutzt? Hä? Wo ist denn mein Schiff? Hier oder wie? Warte mal kurz gucken. Stimmt, ich glaube, die sind da echt angehalten, weil wir ja die gerufen haben, ne? Für einen Raubzug. Das kann sein, dass sie da jetzt sind, ne? Muss ja, theoretisch. Ja, das Ding ist, ich fahre so selten mit dem Boot hier. Oh, bin ich lost. Heute nähren wir die Ra. Schöne Aussicht. Blaulicht, Blaulicht. Erstatter Zünbert Bericht. Ja, wenn das zu hell ist oder zu dunkel, ne, sagt bitte Bescheid, Leute, ne? Also, weil irgendwie ist das auf dem Lappy. Sieht das anders aus und dann auf meinem Bildschirm auch nochmal ganz anders, ne? Deswegen ist das dann nochmal. Ist das da für jeden ein bisschen anders, ne? Schwierig. Fahr jetzt nach Frankreich. Nach Frankreich? Wieso das denn? Wir haben doch hier Questen, oder nicht? Leuchtturm von Dovras. Ah, die Helligkeit kickt. Sehr schön. Gar kann nicht wie eine Henne beim Eier legen. Ich hab mir das Bein gebrochen. Herr Wuss. Wenigstens die Tischerlegende von da oben mit. Hier ficht was! Bei Jörmungand! Gibt es Schlangen hier oben? Schon gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen Heuer? Sitzt jemand fest? Mein Bruder. Wegen einer törichten Legende. Wenn man den Zischer von oben sieht und am Schwanz packt, hat man einen Wunsch frei. Und was ist mit deinem Bein? Wohl verstaucht. Hab versucht, ihn zu retten und bin abgerutscht. Wir sind ein trauriges Paar. Ah, okay. Schon gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen Heuhaufen oder sowas? Ein Heuhaufen? Bist du von Sinnen? Aus dieser Höhe? Das ist der sichere Tod. Nein, mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde hier oben auf den Tod warten. Ja, moin, da war ja noch eine Truhe. So, irgendwo soll noch irgendwas geben. Hier geht's weiter nach unten. Bei Kullenburg, die Frode. Warum habe ich mich von dir überreden lassen? Gar kann nicht wie eine Henne beim Eier legen. Ich habe mir das Bein gebrochen.
Bring wenigstens die Tischerlegende von da oben. Hier fischt was! Gibt es Schlangen hier oben? Schon gut, schon gut. Schlangen da oben? Siehst du einen Heuhaufen oder sowas? Der Typ ist doch da unten, oder nicht? Du musst den Bruder runterholen mit der Leiter. Ach. Na, wir klettern da einmal hoch, kurz gucken. Mit der Leiter? Ah, da oben ist er. Ich dachte irgendwie, der ist da unten. Deswegen, lol. Nicht wie eine Henne beim Eierlegen. Ich hab mir das Bein gebrochen. Bring wenigstens die Tischerlegende von oben mit. Ah, lol, eine Schlange. Ah. Wegen dieser Schlange? Gibt es Schlangen hier oben? Nein. Gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen? Du hast es hochgeschafft. Du bist wahrlich mutig. Moin. Ich helfe dir runter. Aber wie kann ein starker Nordmann wie du Angst vor der Höhe haben? Und vor Schlangen. Ich weiß nicht, warum ich bei sowas immer mitmache. Wahrscheinlich, weil mein Bruder sonst einfach keine Ruhe gibt. Aber es steht mir bis zum Zäpfchen mit ihm. Kletter hoch, Arne. Geh in diese Wolfshöhle, Arne. Iss den roten Pilz, Arne. Okay. Geschwister sind ein Quell der Freude, aber auch des Leids. Ich habe selbst einen Bruder. Bringt deiner dich auch bei jeder Gelegenheit an den Rand des Todes? Ja. Komm, wir holen dich runter. Dann kannst du ihm ja sagen, was du fühlst. Über Gefühle reden? Mit meinem Bruder? Da lasse ich lieber die Schlangen an meinen Weichteilen nagen. Alles klar. Es ist zu hoch, hier komme ich nicht runter. Da, die Leiter. Sei vorsichtig. Was siehst du da oben, Süd? So. Jetzt gehen wir einmal runter. Quest abschließen hier. Alter, was stimmt denn nicht mit ihm? Holy shit. Wo ist er jetzt? Noch eine Schlange. Hä, hey, die Schlange war aber gerade nicht da, ne? Ja, ich lebe noch, Bruder. Danke, Fremder, dass du diese Verschwendung von Atemluft zurückgebracht hast. Gerne. Aber was war das für eine Geschichte, die du erwähnt hast? Der Zischer? Eine schöne Legende. Wer den Zischer am Schwanz ergreift, dem geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. Mhm. So eine Geschichte habe ich oben im Turm gefunden. Dann möge sie dir mehr Glück bringen als uns. Vielleicht löst du sogar das Rätsel der Schlange. Lebe wohl. Möge Odin deinen Weg mit Reichtum schmücken. Macht es gut. Und passt auf euch auf. Ein guter Bruder ist das größte Geschenk der Götter. Siehst du, du Tollpatsch. So viel Gejaule und am Ende waren es nur ein Hops und ein Sprung. Mach weiter so. Und ich überlasse dich hier den Wölfen. Oh, so. Jetzt schnell zur Mission. Warte mal, kurz einmal auf die Karte kicken. Okay, hier im Wasser ist eine geile Truhe. Ah, wollen wir das Tattoo holen? Eigentlich hasse ich ja die Zettel da hinterher zu laufen, ne? Die machen mich immer so hardcore aggressiv. Finde den Schlüssel. Achso, da hinten ist er. Können wir eigentlich so lange Luft anhalten? Komm, beeil dich.
Naja, wie lange der Luft anhalten kann. Ich wäre schon aus Reflex gestorben. Ertrunken. Ja! Verbuggte Scheiße, Mann. Okay, was macht er? Oh, du musst mal mein Ale probieren. Wirklich. Mein Ale? Wahrlich, dafür sollte ich meine unsterbliche Seele aufs Spiel setzen. Basim, was macht Basim hier? Dein Gott ist wohl ein strenger Herr. Nun, deiner verbietet es, Wolle und Leinen zu vermischen. Mir scheint, er hörte nie von Engländerland. Nicht alles, was in den Schriften steht, ist Gottes ehrliche Wahrheit. Eivor, bringst du Neuigkeiten? Kents neuer Aldermann wird Tarn Tedmund sein. Tedmund? Oh, der Herr will mich prüfen. Ihr Dänen macht ihn zu einer Maus. Er verlässt kaum seine Feste in Hofeskester. Wie könnte ich Einfluss nehmen, wenn er nicht mit mir spricht? Oder mit irgendwem? Ein Rätsel. Treue entsteht, wenn Tedmund dir etwas schuldet. Wie zum Beispiel sein Leben. Fahre fort. Eine gestürmte Feste, ein entführter Mann. Wenn du seinen Feind in die Flucht schlägst, ihn vor dem sicheren Tod bewahrst, wäre seine Dankbarkeit. Enorm? Ha, völlig grenzenlos sogar. Doch diese Feste wird schwerer zu öffnen sein als die Schenkel einer Nonne. Hm, er flüstert auf einmal. Vielleicht auch nicht. Was weißt du, Basim? Verbirgst du etwas vor uns, Basim? Es gibt ein Holzfällerlager in der Nähe. Beamersfield! Alfred hat Westsexe teuer befestigt. Mit unseren Wäldern. Das Lager versorgt ihn mit Holz. Tedmund ist dort. Unmöglich! Woher willst du das wissen? Ich hörte, dass Tedmund aus dem selbstgewählten Exil gelockt wurde, um die Befestigung von Kantuarbruch zu beaufsichtigen. Ihn sich an einem Holzlager zu schnappen, ist weniger gefährlich, als eine Feste anzugreifen. Aber dein Rettungsversuch wird nicht denselben Eindruck machen. Ist es das wert? Das könnte dennoch klappen. Ja. Ja. Bring ihn zum Felsenring. Und Fulke? Wenn ich Tedmunds Treue habe, sollst du Fulke bekommen. Geh. Ich werde einen kleinen Rettungstrupp aufstellen. Der Handel in Rakulfa und Tunbrück läuft prächtig. Folge Passing. Was? Die Mönche? Passing? Essen diese pergamentfarbenen Christen auch mal Fleisch? Glaubst du nicht an Jesus? Sie leben bescheiden, weil er für unsere Sünden starb. Niemand hält mich davon ab, dass Markus... Dieser Abt gefällt mir nicht, Basim. Er ist eigennützig und weicht aus. Kann er uns Fulke wirklich liefern? Der Abt ist ein Freund Fulkes. Das ist offensichtlich. Solange er unsere Absichten nicht erahnt, könnten wir Glück haben. In der Tat. Das erinnert mich an eine Geschichte. Vielleicht kennst du sie. Der Skorpion und der Frosch. Eine Kindergeschichte? Eine warnende. Der Skorpion will den Fluss überqueren. Doch er kann nicht schwimmen. Also holt er einen Frosch zur Hilfe. Der Frosch willigt ein, ihn zu tragen, nachdem er dem Skorpion das Versprechen abgerungen hat, ihn nicht zu stechen. Lass mich raten, der Skorpion wird wortbrüchig, gibt seiner Natur die Schuld und beide ertrinken? Der Skorpion überquert den Fluss und sticht einen unschuldigen Mann, der stirbt. Was will uns das sagen? Dass deine Geschichten schwammig sind und ihre Bedeutung noch mehr? Dass jede Geschichte 1000 mögliche Enden hat, von denen viele überraschend sind. Wenn der Abt Fulke nicht liefert, wird er durch meine Hand sterben. Und wir setzen unsere Suche fort. Ein ernüchternder Ansatz. Ich finde, Basim hat voll eine, hat eine insane Stimme, ne? Ja. Beamersfield liegt direkt vor uns. Geh voran, ich folge dir. Hä? Ah, Rest können wir hier auch ich laufen hoffe, mit dem Jagd Pferd. Was da drüben? Zeig mir, was vor uns liegt. Bist du bereit? Ich hoffe, diese Jagd bringt uns eine fette Henne.
Und sobald der Abt Tedmunds. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses. Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Wir waren im Gespräch, Ava. Wenn dieses geistige Senkblei sein Wort hält. Richkin, blendest du in er zu. Die Madre Plates, will ja du mein Herr. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Zurück an die Arbeit. Zeit ist Geld und ihr verprasst das meine. Stellt ihr die Befehle des großen Tans Tedmund in Frage? Ich werde euch auspeitschen lassen. Wenn ich wahllos einen Stein werfe, treffe ich ein Dutzend Männer, die fähiger sind als ihr. Wir haben einen Soll zu erfüllen. Wir müssen die Dänen von Kent fernhalten. Ja, Bassim, du blockierst mich. Alter, so ein... Ach, ist egal. Ja, guck mal, Assassin's Creed. Entweder zu hell oder zu dunkel. Jetzt ist das jetzt ein bisschen gerade zu dunkel. So, Schlüssel. Ja. Hey, aber dein Gott verleiht dir Stärke. Gemeinsam schaffen wir das. Hä? Als wenn das verschlossen ist. Wir haben doch gerade... Bleib weg, Teufelsbrut! Dann wird es nicht mehr dauern. Das kostet dein Leben! Ja. Oh, was ist das denn jetzt? Du wirst zerschmettern! Gibst du noch einen Schlüssel? Hier muss er irgendwo noch einen Schlüssel geben, ne? Hä? Was ist das für ein Bug? Ach so, jetzt. Ja, moin. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Lasst mich gehen. Hör auf rumzujaulen und du überlebst. Oh, überleben? Oh, Heilige, beschützt mich. Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweigen, nicht deine Heiligen. Flee, wir haben den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen und ohne, dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor alle Augen, das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber oft. Einmal noch, ich sag's dir. Wenn der noch einmal über meine Stiefel oder Haare meckert, spalte ich dir zwei Hälften. Du wirst ein Schwätzer. Ja, der hält viel aus, ne? Ja, aber nicht genug, ne? Ah, shit. Okay.
Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden oft missverstanden. Als Anführer kannst du nicht leugnen, dass Ränke und Heimlichtuerei ein Mantel sind, den man gelegentlich tragen muss. Wie viele aus deinem Clan kennen die wahren Umstände von Sigurds Abwesenheit? Du siehst, was ich meine. Ein Anführer muss wissen, wann er spricht und wann er schweigt. Denn Schweigen ist nicht immer eine Lüge. Es kann sich wie eine anfühlen. Du hast dich der Idee, sich vor aller Augen zu verstecken, geradezu verschrieben, was? Voll und ganz. So wie ich es mit allen tue. So, komm mal mit. Boah, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viel wir hier noch machen müssen, ne? Da müssen wir noch hin. Da wahrscheinlich. Hier hin, da. Ja, und dann ist hier noch was. Da oben ist noch was. Dann haben wir noch 3 DLCs, die wir zocken können. Also da gibt's schon ordentlich was, ne? Dann habe ich gehört, dass wir noch, irgendwo noch verreisen müssen, um da noch einen Kultist zu finden oder ein Mitglied des Ältesten. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Wir haben ja erst wahrscheinlich jetzt 43% oder 44%, ne? Da geht noch was. Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Okay. Behalte den hier im Auge, er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund, wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze, ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger, ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 halt, halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich uns ein anderer Dänenbund anschließt, haben wir die Ablenkung, um ins Innere von Hofeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornir spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hofeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Der Arme. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Hier im altwürdigen Königreich Kent führten Jüten mich dahin, wo sein Feuer durch die Spuren der Nephilim lodert. Hier spricht der Herr zu mir.
Hier warnt er mich vor Verrat, vor Kämpfen, vor den Prüfungen der Ersten, der Ältesten. Nicht immer verstehe ich die Kunde. Wenn er mich warnt, muss er mich für würdig erachten. Er sagt, ein Engel sei noch immer gefangen. Sie, die befreit werden soll oder begleitet. Muss ich sie finden? Jetzt geh doch mal aus dem Weg hier. Boah, Basim, bitte. Eine seltsame Kraft. Da bist du ja wieder. Nun, ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler, ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen, ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Wir kommen zu spät. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Ihr habt unsere Leute ermordet. Männer, Frauen, Kinder. Immer noch teuer verkauft. Hört auf zu kläffen, ihr Hunde. Ihr seid nun Sklaven Kents. Diese Wissenschaft ist mir einfach zu hoch, um ehrlich zu sein. Mittlerweile versuchen wir ja fast alles. Ich hörte von Leuten, die gekocht sind. Tarn Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hrofeskäster. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hrofeskäster? Nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und ein Däne? Ich bin hier, um deinen Tarn bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer Dänenland. Nordwege. Du hältst mich für einen Fremden. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten, jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier, gefesselt, als Festmahl für Wölfe und Krähen. Alles klar. Das ist alles, ihr könnt gehen. Husch! Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden.
Okay. Ja, ja, beeilt euch, Männer! Warme Schenkel und Ale erwarten uns! Festgebunden wie Tiere. Ich muss sie befreien. Ah! Mein Dank ist dir gewiss. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts, doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Ich werde dir sagen, wo du ihn treffen sollst. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut, das gibt uns Zeit zu trinken. Mhm. Okay. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitern? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Capo, moin. Ohne Sigurd wäre ich. Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Bassi. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Der sitzt doch voll verbaut. Wenn du vertraust, kannst du alles verlieren. Er hat mir alles genommen. Mhm. Alles. War mal so deep.
Aber... Aber im Grunde ist... wird eine harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Aber im Grunde ist das so, ne? Wenn man, zu nett ist und zu viel Vertrauen hat oder eben alles anvertraut, ne? Dann kann man auch vieles verlieren, ne? Aber alles hat Vor- und Nachteile, ne? Wenn man auch zu viel Angst hat und nichts riskiert, dann ist das halt auch schlecht. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja! So, wie kommen wir hier rein? Von vorne oder was? Hast du jetzt die eine letzte Truhe gefunden? Ach so, bei Asgard. Ne, die Truhe. Da komme ich nicht ran. Irgendwie. Weil. Weiß ich gar nicht wieso, aber. Wir müssen einmal gegen so einen Wolf kämpfen und der Wolf erscheint, wenn wir mit so einem Typen sprechen. Und bei mir. Will der Typ einfach nicht sprechen, damit wir gegen den Wolf kämpfen können. Und deswegen spiele ich erstmal Valhalla. Vielleicht ist das ja erst danach, keine Ahnung. Irgendwann muss das ja klappen, ne? Vielleicht bin ich ja noch gar nicht so weit. Weil der Wolf soll schon stark sein, ne? So wie ich das gehört habe. Los! Können wir eigentlich hier durchschwimmen mit einem Wolf? Mal kurz probieren. Ja, das geht. Welches Assassins feierst du am meisten? Das Ding. Also bis jetzt finde ich Valhalla. Ist schon ordentlich. Odyssey finde ich ganz gut. Ich glaube Valhalla sah wahrscheinlich aktuell am besten. Wirklich. Aber hat viele Bugs, ne? Und das merkt man auch. Also manchmal, ne? Haben die aber sich, glaube ich, auch schon verbessert. Aber von Grafik und so, ne? Ich bin ja ein Grafik-Fan. Assassin's Creed Odyssey war auch ganz nice. Aber die älteren sollen irgendwie geiler sein. Aber kann ich... Aber die habe ich halt auch noch nicht gezockt, ne? Oder ist schon so alt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie die sind. Ich finde Brotherhood. Komme ich da nach unten? Durchkämpfen und die
Kette beseitigen, damit unsere Schiffe flussaufwärts kommen. Der Mechanismus sollte da drin sein. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Obwohl doch. Ach so, okay, jetzt weiß ich. Ja, Assassin's Creed möchte mal wieder witzig unterwegs sein, ne? Deswegen. Ja, die älteren Teile habe ich halt gar nicht gezockt, ne? Nur Black Flag. Aus dem Weg ist, kommt Gedrick und die Schiffe durch. Was wollt ihr denn hier alle? So, gibt's hier noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Nee. Okay, hier sollen wir hin. Der Mann hinter dem Mann. Hä? Okay. Das